Hi und willkommen bei einem neuen Video. Mein Name ist Michael Schartner und in diesem Video kommen wir zu Quick-Tipp Nummer 4 in meiner Hochzeitsfotografie-Tipp-Serie. Viel Spaß dabei! Der heutige Quick-Tipp wird seinem Namen wirklich gerecht, denn er lässt sich extrem schnell umsetzen. Jetzt versetz dich mal in die Lage von deiner Zielgruppe, von einem Brautpaar und stell dir vor, du bist gerade auf der Suche nach einem Hochzeitsfotografen oder einer Hochzeitsfotografin. Du googelst, suchst auf Instagram, auf Facebook, wo auch immer. Und jetzt überlege dir, wonach die Brautpaare wirklich suchen. Klar, sie suchen einen Hochzeitsfotografen, sie wollen herausfinden, wie der Fotostil ist, wie der Fotograf seine Bilder bearbeitet, wie die Fotografin die Fotos ausliefert, in welchem Stil sie fotografiert. Und was noch viel, viel wichtiger ist als die Fotos an sich, ist das, wer die Person ist, die hinter den Fotos steckt. Denn die meisten Brautpaare, denen ist es extrem wichtig, wen sie da an ihrem Hochzeitstag auf ihre allerliebsten Menschen loslassen. Denn stell dir das mal so vor, der Hochzeitstag ist ein extrem intimer und persönlicher Tag. Ein sich liebendes Pärchen gibt sich das Ja-Wort, das ist einer der wichtigsten Tage in ihrem Leben. Und natürlich ist es da extrem gut überlegt, wen sie als Dienstleister auswählen. Und da ist es halt wirklich wichtig, dass sie herausfinden, ob die Persönlichkeit des Fotografen oder der Fotografin überhaupt zu ihnen dazu passt. Ob sie sich vorstellen können, dass dieser Fotograf oder diese Fotografin den ganzen Tag von früh bis spät zwischen ihnen, vor ihnen und zwischen all ihren liebsten Menschen ist. Jetzt bist du als Brautpaar auf der Suche nach dem Fotografen oder der Fotografin, bist auf der Webseite, dir gefallen die Fotos mega gut, dir gefällt der Bildstil im Allgemeinen extrem gut und dann entdeckst du die About Me Seite, klickst darauf und du möchtest jetzt wirklich herausfinden, wer hinter diesen Bildern steckt und dann liest du nur solche Sachen wie, ja, ich fotografiere mit einer Canon 5D Mark IV, ich fotografiere mit Fujifilm, ich arbeite mit Nikon, mein Opa hat mir die erste Kamera geschenkt und ich liebe Fotos und ich liebe es, irgendwie Brautpaare zu fotografieren, ich liebe es, Fotografie im Allgemeinen, ich fotografiere es, seitdem ich ein Kind bin und so weiter, du weißt schon, was ich meine. Also du findest wirklich nur unter Anführungszeichen die Hard Facts über die Fotografie, wie der oder die Fotografin zur Fotografie gekommen ist, warum sie Hochzeiten fotografieren, vielleicht schreiben sie noch irgendwelche Details über Liebe, dass ihnen Liebe selbst zu viel bedeutet und so weiter. Aber die Brautpaare, die da gerade auf der Suche nach einem Fotografen oder der Fotografin sind, werden nicht fündig bei der Suche nach der Person hinter den Fotos. Und darum empfehle ich dir, das ist heute mein Quick-Tipp für dich, dass du auf deiner About-Me-Seite wirklich über dich schreibst. So, was macht dich als Person aus? Was sind deine Werte? Was sind deine Hobbys, deine Vorlieben? Woran bist du interessiert, abseits der Fotografie? Denn die Brautpaare, die wissen ja, du bist Hochzeitsfotograf oder Hochzeitsfotografin, da ist es logisch, dass wir gerne fotografieren. Und den meisten Brautpaaren ist es wirklich komplett egal, mit welchem Equipment du fotografierst. Denen ist nur wichtig, dass einfach die Person, die hinter der Kamera steht, dass die zu ihnen passt. Darum empfehle ich dir, lass deine About-Me-Seite wirklich eine About-Me-Seite sein und nicht eine About-Gear-Seite. Wenn deine Kunden Fotografen sind, dann werdet ihr ohnehin früher oder später irgendwann mal über die Technik dahinter quatschen wahrscheinlich. Aber selbst wenn du Fotografen als Kunden für deine Hochzeitsfotografie hast, selbst dann ist denen natürlich wichtiger, wer hinter der Kamera steht, als das Equipment, mit denen der Fotograf fotografiert. Du kannst gerne auf meiner eigenen Webseite vorbeischauen, michaelschartner.com/about und dir mal ansehen, wie ich das für mich gelöst habe. Das ist jetzt natürlich keine allgemeingültige Regel, wie das jeder für sich machen sollte, sondern einfach nur, sie ist als Beispiel, wie ich das für mich gelöst habe. Und ich bekomme ständig Anfragen von Brautpaaren, die mir reinschreiben, so, hey, wir finden dich so sympathisch und dein About-Me-Text hat uns sofort angesprochen. Ich habe da natürlich viel übers Reisen geschrieben, wie du dann vielleicht sehen wirst. Und immer wieder schreiben mir dann Brautpaare in die Anfrage rein, so hey, wir waren auch da und da und wir finden es cool, dass du so gerne reist. Und man hat dann einfach, wenn man mit dem Brautpaar kommuniziert, hat man schon von Anfang an Gemeinsamkeiten, wenn man da mehr von sich preisgibt. Und das hat einfach wirklich nur Vorteile. Um es nochmal zusammenzufassen, schreib auf deiner About-Me-Seite wirklich über dich und deine Persönlichkeit. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Wenn dir solche Videos gefallen, dann würde ich mich mega freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und wenn du Fragen hast, dann kannst du gerne in der Kommentarbox deine Fragen stellen. Und dann freue ich mich auch schon, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Mach's gut!